Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zum FIFA 16 Orakel zusammen mit Grenz. Moin Moin. Schalke gegen Leverkusen. Das ist ein Spiel um Platz 4, glaube ich sogar. Ah, okay, nice. Also wir sind gespannt. Ja, ich denke mal, ich werde es so lassen. Huntelaar ist ja zum Glück doch nicht verletzt worden. Auch wenn Goro das so prophezeien wollte eigentlich. Ich habe da nichts prophezeit. Du hast ihn umgetreten in der zweiten Minute letztes Mal. Kann ich mich nicht dran erinnern. Alter, Leute, ey, die Bayern-Partie gerade, die sitzen mir da in den Knochen, ey. Einfach mal locker durch die Hose atmen jetzt und Goro wegklatschen. Mit meiner Lieblingsmannschaft. Ich finde den Ausdruck wegklatschen sehr gut. Wegflanken. Das wäre vielleicht noch eine gute Möglichkeit. Tut mir leid, ich habe nach einem richtigen, gescheiten Linksverteidiger gesucht. Leverkusen hat leider nichts zu bieten. Aber du hast Kießling mit dem Fallrückzieher. Der hat jetzt aber eine 58, der Linksverteidiger. Oh, echt? Ja. Das ist heftig. Und die haben einfach keinen besseren. Ich bin so ein bisschen... Okay, Leute, dann wissen wir, dass wir über die rechte Seite gehen müssen. In der Veltins Arena, heute lizenzierte Stadien nur. Wir waren im Volkspark, wir waren in der Dingens Arena. Hier, Olympiastadion. Ja. Und jetzt in der Veltins Arena. Was sagst du dazu, Goro, dass wir heute das Waldstadion noch nicht gesehen haben? Kommt am Sonntag. Sané. Ich wollte gerade noch meine Aufstellung machen. Da hat Goro schon hier den ersten Angriff gestartet. In welche Richtung hat er es gezeigt? Alles klar, danke. Oh. Sieht man auch selten, dass ich mal einen Einwurf so verkacke. So, und jetzt Schalke in der Vorwärtsbewegung, Leute. Guck mal, wer da oben rennt. Sané ist das. In der Mitte geht natürlich wieder mal keiner mit. So kennen wir es bei Schalke. Oh. Oh, der Huntelaar! Ich verstehe nicht, das ist immer die Situation. Dann fänge ich mir immer ein Tor, wenn alleine vom Torwart und meine Verteidiger so weit weg sind. Ja. Guck mal. Ja, weil zack. Ist ja auch leicht eigentlich allein vom Torwart, ne? Kann er sich die Ecke aussuchen. Wir haben viele frühe Tore gehabt heute, ne? Oh ja. Ich glaube in jedem Spiel so innerhalb der ersten 5 oder so. Ja, wobei Hamburg gegen Bremen war doch 20. oder so. Achso, okay. Ah, oh, der Tah hat aufgepasst, der Jefferson. Oh, da hat Goro jetzt aber geschludert. Oh. Oh, nice. Und wieder zum Hunter. Und der Hunter legt auf für... Schade. Leno. Für Leno. Leno rennt ins eigene Tor, ey. Hier ist er, Stefan. Stefan Aogo? Stefan. Na, scheiße, was mach ich denn jetzt? Oh, was? Du machst den einfach so? Okay, hätte ich jetzt nicht gerechnet. Nee. Da freut er sich. Klappt auch nur einmal, glaube ich. Malle ist auch nur einmal im Jahr. Die schönen Sachen sind halt selten. Ey, das ist doch nicht wahr, der Hunter. Oh, guck mal, wie unsicher. Jetzt schon wieder zu Leno, ey. Das ist immer ein Zeichen für mich, dass Goro nicht mehr weiß, was er machen soll. Ah, guck mal, kriegst du nicht mehr so wirklich weg da, ne? Und jetzt sag ich sowas und dann kommt wieder ein Tor mitten. Elfmeter! Ja, mit Sicherheit. Wir sind hier nicht beim Bayern-Spiel. Na, gut gedacht. Schlecht auch das Gefühl von mir. Oh, das war aber ganz haarscharf, aber leider nicht im Abseits. FIFA in a nutshell. Die Physik immer wieder schön. Sieht man aber auch oft in der Bundesliga, dass sowas passiert. Wie der sich da abgepackt. Los, Meier! Es ist wieder. Was soll Meier jetzt machen, weißt du? Einfach mal in die Mitte rennen vielleicht. Ja, und sich selber ausdribbeln, du. Naja. Oh, jetzt hast du aber hier eine gute Überzahlsituation am Start.
Oh, nice. Kramer! Hat Kramer aber wieder kurzzeitig vergessen, wo er war, ne? Schalke-Spiel, weiß er ganz genau. Er spielt für Schalke. Den wollt ihr da auch nicht mehr haben, ne? Er war bei Leverkusen schon. Ja, ja, aber ich meine, er will da, also die wollen ihn doch nicht mehr, oder? Nee. Dachte ich, habe ich irgendwie gelesen. Ist auch nicht. Der war doch mal bei Gladbach, ne? Verliehen. Das für 2 Jahre. Weiß ich gar nicht. Meine ich. Oh, guckt euch das an, Leute, dieses super Passspiel. Und. Ah, ey! 11 Meter. Ja, aber hallo! Das hätte ich jetzt nicht wieder. Ja, komm! Nee, ehrlich? Ja, okay. Das war außerhalb. Stimmt, vielleicht gibt's noch. Nee. Das war trotzdem außerhalb. Geiss, warum denn Geiss? Okay. Scheiße. Captain Geiss. 2-0. Endlich mal wieder, ey. Endlich mal wieder ein Elfer verwandelt. Letztes Mal war es ja doch ein bisschen kläglich, ne? Wo ich den über die Tribüne geschossen habe. Ach so, ja. Aber wir haben ja nicht, zum Glück nicht so viele Elfmeter gegen uns. Aber jetzt die letzten Spiele haben wir doch schon wieder ein paar, ne? Bayern spielt eben auch schon ein. Wow. So, guck dir die Außenbahn hier, die ist ja komplett frei, Leute. Es ist einfach nur Bauchklatscher, Meier. Meier, ja. Da hat er den einen aber echt zweimal aussteigen lassen, wa? Ja. So muss das, Leute. Das war Kiesling einfach nicht zum Fallrückzieher kommt. Ja. Der zählt dann ja auch dreifach. Das ist wie beim Basketball. Der Kiesling Fallrückzieher macht jetzt für 3 Tore. Mädchentor zählt doppelt. Das war doch früher immer so. Ja. Können wir mal sehen, wie sexistisch Goro bei war. Hat man immer noch versucht, dann den Pass zu spielen im letzten Moment. Dass die nur noch ins Tor rennen müssen. Wow! Hackern! Hackern. Da ist Frust drin, sagt er. Aber noch eine Ecke rausgeholt und sogar eine gute Chance gewesen. Muss man ja mal zugeben, leider. Nee, Heuberg dazwischen. Boah, der hat aber einen Spin drauf. der hat den Drall. Hätte sich noch reindrehen können ins Tor. Nee, so doch nicht. So, und jetzt direkt schnell machen. Ja, das gefällt mir, was ich hier sehe. Komm schon, Huntelaar. Auf der Außenbahn jetzt mal ein bisschen unterwegs. Muss er aufpassen, dass er sich hier nicht verzettelt. Da seht ihr das, wie er sich da durchgedribbelt hat. Der Huntelaar! Oh. Fuck, Mann. Aber gut, das war auch die schlechte Seite. Hat man richtig gesehen, dass er gar keine Chance hatte, dein Typ. Steh doch auf da im Strafraum! Bleib ruhig liegen. Oh, schade. Brand, ey. Brand gefährlich wohl eher. Hatte gestern Brand. Oh. Und nicht im Abseits, der Huntelaar. Da stand nämlich einer von dir, keine Ahnung, was der da gemacht hat. Hast gesehen, der stand einfach am Pfosten, hat er gechillt. Deswegen habe ich den Pass gemacht. Was, der war einer am Pfosten? Guck mal, da oben, wie er jetzt zum... Da, siehst du den? Was macht der denn? Und dann rollt er da so rein. Schalke, Leute. Das ist auch wieder eine Herzensangelegenheit, ne? Da blühe ich immer auf. Boah, Schöpf, Alter. Wer will's wissen, ey? Da, wieder Schöpf. Das ist ein guter. Ah, oh, da haben sie aber... Was? Leverkusen. Hat er gerade abgepfiffen? Oh, das ist doch nicht wahr wieder. Leverkusen ist aber auch immer so eine Mannschaft, da weiß ich nicht. Ist das Fisch oder Fleisch oder. Sei doch froh, dass wir heute nicht Stuttgart-Dortmund gemacht haben. Spielt das noch Bundesliga oder kann das weg? Na, guck mal, aber sonst, bis auf die Tore. Obwohl, nee, Ballbesitz, wow, krass. Sieht man selten, dass du so wenig Ballbesitz hast. Spielt das noch Bundesliga oder kann das weg? Oder machen die nur Fallrückzieher? So, jetzt kommt mein Liebling.
Augo? Na sicher. Nein, der ist schon drauf. Eric, für Schöpf. Auch wenn er sich eigentlich gut geschlagen Schöpf? Hat eben. Schöpf war doch dein bester Mann, weil da. Nee, der beste ist Huntela heute. Heute ist Huntela echt mal wieder. Also heute kann man sich auf den verlassen. Ah, jetzt kommt Kramer wieder. Der noch ankommt, ey. Da hat er Ogo nämlich gerade gerettet, Goro. Wow! Einfach mal Gewalt-Volley. Sieht man auch selten. Goro ist meistens eher so der, der überlegt ganz genau, was er macht. Ja, selten, dass ich mal einfach drauf bleibe. Lässt sich nicht von seinen Emotionen leiten. Nie. Außer wenn er immer grätscht. Ah, schade. Kein Wechsel bei Leverkusen. Nee. Warum eigentlich? Ich will ja für Bank noch genau denselben Rotz haben, was sie auf der linken Seite gerade. Oh, das ist mies. Also soll ich jemanden verletzen? Okay. Spiel ich zu 10. kann ich auch einfach keinen einwechseln? Wechsel ich den extra Torwart noch ein? Ah, ins Tor natürlich, ne? So ein Torwart darf nur Hand nehmen. Oh, was machst du denn? Das war Eric. Da kann man manchmal nichts machen. Komm, zieh doch mal am Trikot. Guck dir mal an, wie schnell Eric ist, ey. Weil er noch frisch ist im Höschen. Im Höschen. Weht ein frischer Wind. Oh! Oh, ganz stark! Wer war das denn? Das war wirklich ziemlich gut verteidigt. Ich weiß leider nicht, wer das war. Dem würde ich nochmal einen extra Bonus geben für das Spiel. Ah, Ogo. Nice. Eric. Gut gesehen, Eric. Ah, kriegt er nicht mehr. Bellarabi jetzt. In der Mitte laufen sie, aber Ogo schon wieder. Keine Chance heute gegen Ogo, mein Lieber. Es ist echt schwierig, gerade durchzukommen hier. Jetzt! Huntela! Oh, schade. Da hat er... ein bisschen zu lange gebraucht für meinen Geschmack. Sehr schön! Meier! 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 Huntela! Jetzt wird reagiert. Jetzt wird reagiert, Leute. Dann reagieren wir auch nochmal hier. Zack. Wir müssen uns eigentlich nicht verstecken. Wie gesagt, ey, 4 Tore ist schon ein guter Vorsprung. Würdest du es den Leverkusen dann gönnen, dass sie so auf die Fresse kriegen? Ich mag Leverkusen nicht. Nee? Nee. Ich dachte immer, du magst die eigentlich. Nee, ist total der unsympathische Verein. Irgendwie. Aber weil du doch Kießling und so auch so gerne magst. Ja, aber der Verein an sich ist irgendwie okay. Nicht so meins. Shots fired. Hab irgendwie keinen, der hier... der was taugt. Nee, was soll ich machen? Ich weiß es wirklich nicht. Jetzt wird hier komisch gewechselt, du. Da gibt's nochmal eine gelbe für dich. Gerade den habe ich nicht ausgewählt. Hier, der Rothaarige zeigt's an, wen Goro bringt. Auch ein Meier. Ach ne, mein Meier geht weg. Belhanda. Der ist super. Oh, da kommt aber ordentlich was. Ja, Leute, da sind wir mal gespannt, ne, ob das Goro weiterbringen wird. Wir hoffen mal, dass das jetzt voll auseinanderbricht. Ich sag, Leverkusen braucht noch einen Außenverteidiger. Ich sag, Leverkusen bricht jetzt auseinander, habe ich das Gefühl. Sehr schön. Das war eigentlich ein richtig guter Konter hier. Jo, da holt er sich noch die Rote ab gleich. Nee, da hätte er doch direkt gepfiffen, oder? Weiß ich nicht, wenn das die gelb-rote Karte ist. Oh, Leno! Ganz kleines Tennis von Leno hier. Nee, stimmt, der kriegt jetzt wirklich. Oder? Nee, das ist von Achso, aber es gibt eine Mauer. Hä?
Ja, ist so dicht dran, deswegen Mauer. Machen wir es mal so. Ah, Eric! Nein. Oh, der Was für ein guter Pass aber! Ach, den muss man noch machen! Boah, den hat Lino aber echt noch gut gehalten. Ja. Da kann ich ja leider nichts gegen sagen. Richtiger Low Bob, ey. Na, Chicharito ist aber ein bisschen langsamer als meiner. Zum Glück die Ecke verkürzt. Musste aber abschließen. Ja, ich weiß. Früher ging auch nicht, leider. Ah, Chicharito war schnell eigentlich. Komm! Geht doch. Yo. Irgendwann musste er es aber auch mal wieder machen. Wieder so reingedingst, ey. Reingeschlänzt nennt man das. Reingelackt. Reingegranzt. Reingegranzt. Und zack. Nee, gar nicht mal gegen den Pfosten. Oh, hab ich doch gehört. Hat er vibriert, ey. Bin der Controller wieder in den Schritt. Wer liegt denn da? Ja, dann kein da. Wunder, dass er jetzt hier gerade 5-0 hinten ist. Der liegt da auf. Mach ich immer zum Schluss. Ah, Elfmeter nochmal! Ey, das ist doch nicht wahr. Er tritt die Leute reihenweise um, ey, und nix gibt's. Ey, hier, das ist doch... das ist doch irgendwie, ne? Ja, geil. Jo, ey. Was sind das für dreckige Flanken, die sie zwischendurch machen? Leverkusen, ey. Und Eric kommt dann noch zu seinem Tor. Yes, ja. Baby! So macht man die guten Tore. Zweite Liga, ehrlich, das ist... Ja, spielt Freiburg getunnelt, besser als das, glaub ich. Was das hier passiert. Ich glaube, er hat die getunnelt. Spielt Freiburg echt besser. Guck dir das mal an. Zack. Nee, wow, am Arm vorbei. Wow, hat er nochmal gehalten. Schalke spielt jetzt aber auch richtig auf, ne? Oh, Sané, schade. Naja, doch noch nicht so schade. Boah, Aogo kann nicht mehr laufen und jetzt ist der Kampel natürlich noch frisch, ne? Wow! Hättest du das mit Kiesling gemacht? Hätte ich das mit Kiesling gemacht, hätte wäre da drin. Der wäre gefährlich geworden dann, ja. Ja, ich weiß nicht, was hier los ist mit Leverkusen. Boah! Ist auch wieder ein Unding, was hier gemacht wird gegen mich. 90. Das könnte jetzt der letzte Angriff werden. Ich denke mal, der Schiedsrichter lässt ja auch nicht mehr lange nachspielen. Das war nur ein Zeitspiel jetzt. Als ob ich so eine Kacke mit Absicht machen könnte. 5-0 für Schalke, Leute. Ne, 6-0. 6-0, okay. Ja. Ach stimmt, Eric hat ja gerade auch noch zugestochen. Ja. Ah, der Huntelaar mit dem Hattrick. Ich glaube, Leverkusen macht das. Ich glaube, Leverkusen gewinnt 6-0 in echt. Haben wir wieder falsch gemorakelt. Ja, was hat ihr, Leute? Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin bedient. Haut rein.